Mittwoch, die Mitte der Mitte. Und es steht ganz viel an. Zum einen habe ich ein neues Handy, das ich mit euch gemeinsam einrichten werde. Und dann bin ich noch beim Orthopäden. Und da hoffe ich mir so ein bisschen Fragen beantwortet zu bekommen, warum ich jetzt immer noch Beschwerden habe. Und würde jetzt gerne mal wissen, wann ich wieder reiten kann und draußen Fahrrad fahren und so. Naja, und dann ist ja heute, wie gesagt, Mittwoch. Das heißt, heute ist Bachelorabend. Und vielleicht wollte ich es auch noch zum Yoga. Letzte Woche war ich ja mit Jenny zum Yoga. Das heißt, da hatte ich gar keine Möglichkeit, es irgendwie abzusagen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob ich es schaffe, auch alleine so mich vom Schreibtisch motiviert zu kriegen und dahin zu gehen. Eine traurige Nachricht am Morgen. Mein Brot hat hier so eine Schimmelstelle und ich habe gegoogelt, dann muss man das ganze Brot entsorgen. Darf man gar nichts mehr essen. Es ist sehr gut, dass Pia da ist. Sie geht mit der allergrößten Motivation voran. Jetzt bin ich auch verpflichtet, mich an den Schreibtisch zu setzen. Aber ich glaube, ich muss mich auch erstmal um meine Farm kümmern. Das Allerschlimmste ist, ich will eigentlich nur mein Handy auspacken, aber dafür ist jetzt nicht genug Zeit. Ich schaff's nicht, ein bisschen was zu lernen und mein Handy auszupacken, bevor ich zum Orthopäden muss. Und da wir vernünftige Menschen sind, wird jetzt eine Stunde gelernt. Ja, Mann. Nachdem sich um die Farm gekümmert wurde. Man kann ja die Tiere jetzt hier auch nicht ohne Futter lassen. Für die Grundfrequenz F eine schwingende Saite mit Querschnittsfläche A und Dichte. Natürlich wie erwarten nicht übermittelt, das geht nur per CD und ich habe keine CD letztes Mal bekommen, deswegen muss ich mir erstmal diese CD besorgen, aber ist auch nicht so weiter schlimm. Er meinte, dass ich noch so Schmerzen beim Gehen habe und ich noch so ein bisschen humpel. Das ist ganz normal und ich soll dem einfach noch ein bisschen Zeit geben, weiterhin halt Physio machen, so Sport, der nicht wehtut, machen, reiten, golfen und so Fahrradfahren. Draußen darf ich immer noch nicht wegen Sturzrisiko. Damit muss ich noch mindestens 6 Wochen warten. Und in 4 Wochen habe ich jetzt einen Termin bei ihm. Bis dahin soll ich die Röntgenbilder besorgt haben und ihm einen Arztbrief und so alles mitbringen. Das habe ich nämlich vergessen. Aber das ist jetzt ja schon mal gut zu wissen, dass das normal ist, dass ich jetzt noch so Schmerzen habe und ich deswegen mir nicht irgendwie Sorgen machen muss, dass irgendwas nicht stimmt. Und jetzt hole ich Pia ab und wir fahren lecker Döner essen. Ich war so lange nicht mehr Döner essen und Pia meinte, dass sie voll Lust drauf hat. Und seitdem sie das gesagt hat, habe ich halt auch voll Lust drauf. Deswegen, let's go! Lecker, lecker, lecker. Wir sind zurück und jetzt darf ich endlich mein Handy einrichten. Zuerst zeige ich euch mal, was ich schon bestellt habe für das Handy. Damit es auch gleich ganz sicher geschützt ist, habe ich mir schon eine Handyhülle und Panzerglasfolie bestellt. Und wollte auch gleichzeitig auch noch auf meine Uhr so eine Folie drauf machen. Die hat letztes Mal ungefähr 4 Tage gehalten. Ich weiß nicht, ob ich sie falsch aufgebracht habe oder ob sie jetzt Schrott ist. Hier habe ich einmal so eine Hülle. Da kommt nämlich ein Polaroid-Bild rein, was ich mit Pia beim Ostseeurlaub gemacht habe. Und Pia hat das auch in ihrer Handyhülle, das sieht mega cool aus. Darauf freue ich mich auch schon. Und dann habe ich hier auch, ich kenne mich ja direkt 2 Versuche, falls der erste schief geht. Und mache das direkt dann, wenn ich jetzt mein Handy ausgepackt habe und noch kein einziger Staubkorn drauf ist. Und meine leckeren, fettigen Dönerfinger es noch nicht berührt haben. Ich warte jetzt die ganze Zeit darauf, dass ich mein neues Handy einrichten kann, aber dafür muss ich mein altes erst löschen und zurücksetzen. Und da steht einfach die ganze Zeit, dauert nur noch weniger als 1 Minute, um das alles nochmal in der Cloud zu speichern. Also eigentlich ist alles in der Cloud, also eigentlich kann es gar nicht viel sein. Und ich weiß nicht, ob es hängen geblieben ist. Ich habe es auch schon mal nochmal, also abbrechend nochmal den Vorgang gestartet, aber da tut sich einfach nichts, schon seit einer Stunde oder so. Aber ich traue mich auch nicht so, das ganze Backup zu überspringen, nicht dann, dass dann doch irgendwie was Wertvolles oder irgendwas Wichtiges verloren geht.
Deswegen gibt es jetzt erstmal noch einen Kaffee und noch so eine Folge Türkisch für Anfänger gucken Pia und ich gerade. Das ist einfach, ja, was sind das? Erinnerungen, die da hochkommen. Das ist schon sehr cool und es macht von Anfang an wieder süchtig. Deswegen ist das gerade unsere Lieblingsbeschäftigung in der Lernpause. Es löscht sich endlich und dann kann ich gleich noch die SIM-Karte umstecken. Und dann geht's los. Schon süß, das Kleine. Pause, 20 Minuten Update, absolut guter Start. 17. Das ist aber eine andere Zeitrechnung als bei uns. 14, oh mein Gott. Na gut, dann könnte es ja doch schneller gehen. Während sich das Handy jetzt nicht entscheiden kann, wie lang 19 Minuten und 13 Minuten sind, es wechselt die ganze Zeit, werden wir jetzt mit der zweiten Lerneinheit starten. Wir haben ein bisschen längere Mittagspause gemacht, es ist jetzt 15 Uhr. Ich könnte eigentlich miteinander rechnen. Ich muss integrieren üben und ich kann die ganzen Regeln nicht. Also ich versuche halt die Substitutionsregel zu erkennen. Oh, das kann ich erklären. Juhu! Also ich hatte jetzt ja schon öfter das Gefühl, dass unser WLAN langsam ist. Aber das ist doch jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, oder? 14 Stunden? Also da muss man ja einen ganzen Tag einplanen, um so ein neues Handy einzurichten. Wow. Also es gibt wirklich eine komische Zeitrechnung. Die 14 Stunden sind jetzt nämlich vorbei. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich keine 14 Stunden gelernt habe. Und meine Uhr hat mein Handy auch direkt erkannt und möchte, dass ich das damit koppel. Und wahrscheinlich braucht meine Uhr jetzt so 14 Stunden. Sieht das nicht hübsch aus, wie der die Schrift schreibt? Okay, wiederherstellen beendet. Endlich! Ich freue mich schon richtig, mir so ein neues Hintergrundbild und so einzustellen. Wir lieben zwar Pärchenbilder, aber jetzt gerade ist einfach Zeit für irgendein hübsches Wallpaper, was irgendwie motivierend ist oder so. Vielleicht auch irgendein Spruch. Eigentlich stehe ich nicht so doll auf Sprüche, aber ich glaube, jetzt schon. Aktionstaste. Das ist jetzt ja neu bei dem Handy. Es gibt so eine Aktionstaste. Das, was früher der Stummschalter war, das ist jetzt so eine richtige Taste hier. Und ich lese mal vor, was da steht. Aktionstaste. Durch gedrückt halten wird der Stummmodus ein- oder ausgeschaltet. Du kannst die Aktionstaste auch so konfigurieren, dass die Kamera geöffnet, die Taschenlampe eingeschaltet oder auf eine häufig genutzte iPhone-Funktion zugegriffen wird. Also ich möchte, glaube ich, dass dann die Kamera startet. Und ich freue mich schon richtig, die Kamera auszuprobieren. Ich finde, die sieht so ein bisschen überproportional für das Handy aus. Aber wahrscheinlich braucht eine gute Kamera einfach ein bisschen mehr Platz. Und dann werde ich mal ein paar Bilder machen und testen. Ich kann ja mal im nächsten Vlog oder so ein paar Sequenzen mit der iPhone-Kamera hier aufnehmen. Und dann können wir mal das vergleichen so zwischen Kamera und iPhone-Kamera. Jetzt warte ich, glaube ich, einfach mal, bis die Apps runtergeladen sind. Und wenn ich jetzt hier mal was geschafft habe in Mathe, dann mache ich mal eine kleine Lernpause, die ich dazu nutze, um mein Handy ganz hübsch einzurichten. Ich habe meine Aufgaben, die ich heute schaffen wollte, geschafft. Und Jenny ist gerade noch gekommen. Hallo. Wir wollen natürlich zusammen Bachelor gucken. Und Jenny hat mir gerade eröffnet, dass wir noch ein bisschen zusammen Mathe lernen. Ja. Also bin ich doch noch nicht fertig. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pause. Ich muss mir noch ein bisschen Haushalt machen. Aber dabei können wir ein bisschen quatschen. Finde ich gut. Und mein Handy hat immer noch nicht alles fertig geladen. Ich mache das seit heute Mittag, das Handy einrichten.
Pfefferz. Schnelle Linsen-Bolognese mit Spaghetti. Was tun Sie da? Fleisch. Ja. Sehr, sehr gerne dazu einladen. Guten Abend. Bachelor ist jetzt fertig und ich bin super duper mega froh, dass Eva noch dabei ist. Ich hatte richtig Angst, dass sie rausfliegt und habe nebenbei ungefähr eine Stunde gebraucht, um ein neues Hintergrundbild zu suchen. Ich habe euch schon mal gezeigt, wie es jetzt aussieht. Das werde ich aber bestimmt auch noch die Tage ein bisschen machen, wenn ich mal eine ruhige Minute habe. Und die Mädels sind jetzt direkt los zur Bahn. Das heißt, ich habe noch so ein bisschen Zeit für mich. Ich wollte auch noch mit Basti telefonieren. Der kommt nämlich morgen aus dem Skiurlaub wieder. Und dann dachte ich, schneide ich noch mal ein bisschen Video. Da hänge ich nämlich gerade mega zurück, weil ich irgendwie nicht die Zeit dafür gefunden habe. Beziehungsweise in der Zeit, wo ich mir eigentlich so einen Timeslot dafür eingeräumt habe, war ich irgendwie mega groggy und habe dann gar nichts gemacht. Und jetzt hat sich das so ein bisschen aufgeschoben. Ich werde meinen Abend jetzt noch ein bisschen ausklingen lassen und freue mich schon auf das nächste Video. Und bis dahin ganz, ganz viel Liebe an euch alle. Bye, bye.